heute, ich bin's, der Ekrem vom Clubsport. Wir haben uns überlegt, heute euch ein Auto vorzustellen, den BMW E36 M3. Ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, ist in den 90ern gebaut worden, hat ein Potenzial zum Klassiker. Es gibt leider nicht mehr so viele Fahrzeuge von denen, viele wurden auf dem Ring geschlachtet oder wurden halt Tuning-Opfer. Wir haben hier ein Auto von Clubsport Automobile, ein E36 M3 Vor-Facelift in Hellrot. Sehr schönes Exemplar. Wir von Clubsport sind ja ein Riesenfan von alten BMWs, dass die original bleiben, dass die am Leben bleiben. Ich sage dazu immer, Aussteller sind Dinosaurier, alte Saugermotoren, 3,2 Liter Hubraum. Das Auto wurde damals vorgestellt, das war, glaube ich, ein Meilenstein. Das war ein Auto, das erste Auto, wo man pro 100 Kubik 10 PS hatte. 3,2 Liter, 321 PS, passt, perfektes Auto. Also in den 90ern sowas auf die Beine zu stellen, hat BMW richtig gute Leistung gemacht, gute Arbeit geleistet, mega Sache. Und kommt mal mit, ich würde euch das Auto ein bisschen näher vorstellen. Also dieses Fahrzeug ist ein besonderes Fahrzeug und zwar, ich sag dazu Zwittermodelle. Das ist ein Auto, viele denken, dass der Facelift immer ein 3,2 hat oder andersrum, dass der 3,2 mit dem Facelift zusammengekommen ist. Ist nicht. Dieses Auto, vor Facelift, 3,2 Liter, ist produziert worden Ende 95 bis Mitte 96, bis das Facelift auf dem Markt war. Das kam ja 96 auf den Markt, Mitte. Und genau in diesen 6-7 Monaten wurden diese Modelle gebaut. Vor Facelift, Styling 39 Felgen und der 3,2er. Mit den 3,2er Sitzen. Zu den Sitzen komme ich gleich. Die Besonderheit bei dem Fahrzeug ist, dass diese Autos, die in diesem Zeitraum 6-7 Monate gebaut worden sind, dass die Aluminiumtönen bekommen haben. Das weiß keiner oder das wissen nicht viele. Ich behaupte mal, dass das die Resttöne waren vom GT, dass die das hier verbaut haben. Die haben die Alutöne bekommen, danach gab es wieder die Stahltöne. Die sind erheblich leichter. Das Auto, Alutöne ohne Schiebedach, perfekt für den Ring, aber machen wir natürlich nicht. Also sehr leichtes Fahrzeug, sehr agile Fahrweise, sehr spritzig, sehr aggressiv, macht Bock. Ich bin auch riesen Fan von Fahrzeugen, halt wie das Fahrzeug hier, diese alte Saugermotoren, handgerissen. Heutzutage M5, AMGs, Automatik, Kickdown, gib ihm Turbo. Das ist für mich, das hat keinen Charakter für mich. Das ist Fahrzeuge, die okay sind, aber diese Fahrzeuge haben Charakter gehabt. Die hatten halt diese Sauger-PS zu fahren, 300 PS handgerissen, selber zu schalten. Das war schon, also das ist Emotion. Auf jeden Fall Emotion und keine, einfach nicht nur Sport. Zu dem Auto wollte ich zeigen, einmal hier die Niere. Da sind die Nieren, die gebaut worden sind im Vor-Facelift, die sind weiter in. Die Facelift-Modelle haben eine schönere Niere, finde ich. Die sind ein bisschen nach außen, ein bisschen eine 3D-Form, finde ich schöner. Aber der hat die und das werden wir auch beibehalten. Zu dem Spoiler hier, der Vorbesitzer hat ein GT-Schwert verbaut. Den habe ich jetzt komplett reingefahren. Ich habe den zerlegt, also ich wollte diesen Spoiler nicht haben. Ich bin sehr fahrgestellaffin. Das heißt, ich bin sehr, sehr fahrgestellaffin. Ich bin ein Fan davon, dass das Auto so gehalten werden sollte, wie das BMW damals gebaut hat. Und das war nicht dabei, nicht serienmäßig. Ich habe es zerlegt, ich habe es demontiert, dann habe ich gemerkt, dass diese Stoßstange vom GT ist. Und der GT hat eine andere Stoßstange. Hier gehen ja Stäbe durch, hier in der Mitte. Wenn man das Original nachrüstet, dann muss man die Stoßstange schneiden, die Originale. Und der GT hat halt diese verkürzte Version, sodass der Unterboden nicht geschützt ist. Man kann die Verkleidung nicht montieren. Dann habe ich halt Folgendes gemacht, ich habe den Schwert eingebaut und nach hinten geschoben, komplett. Der ist ja variabel, den kann man ja rausziehen und reindrücken, wie man will. Ich habe es komplett eingefahren. Vor-Facelift, der kennt man auch daran, dass er ja diese breitere Ausführung Seitenblinker hat. Die sind auch verschraubt. Die Facelift-Modelle haben es nur gesteckt, sind auch ein bisschen kleiner, sieht auch gut aus. Ja, 39 Felgen haben wir schon gesagt, Styling 39. Ist jetzt nicht mein Favorit, ich stehe voll auf diese polierte Version der 24er. Aber ich habe es so gelassen, wie gesagt, Fahrgestelle mal so lassen, wie es ist. Wir haben diese Dichtung hier, ist sehr, ist normal, die gehen alle kaputt. Die haben wir alle erneuert. Diese Dichtung haben wir erneuert, die gehen auch alle kaputt. Das ist normal, das ist 20 Jahre Gummi, geht kaputt. Darüber hinaus, vorne 7,5, eine 8,5 J, Mischbereifung. Also das, was ich sehr, sehr feier ist bei den E36 M-Modellen, ist dieser versetzte, beim Ausstoß diese versetzte Endrohre. Die sind versetzt und hat ein sehr schönes Design bekommen, finde ich. Und ja, passt zu dem Diffuser mega.
würde ich immer beibehalten, obwohl viele auf Eisenbahnbastuk gehen, aber ich würde es so lassen. N3 Außenspiegel. Es gibt viele Nachbauten auf dem Markt. Die Form ist, das verrät es. Es gibt viele Nachbauten, ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber man sieht von der Form her und von der Stabilität her, dass eine Originale, die ist reingesteckt. Die ist hier gesteckt, die kann man ja rausziehen, wenn man die lackieren will oder so. Und das habe ich öfters gemacht und ich finde diese Form mit dieser Führung haben die heute noch mittlerweile, also immer noch. BMW hat das ja heute immer noch. Und finde ich sehr gelungen, diese Linie, diese Form passt einfach zum EX30 und die sind lackiert in Wagenfarbe komplett. Und die serienmäßigen sind aus Schwarz und nur die Kappe ist lackiert. Deswegen finde ich die viel, viel schöner. Viele rüsten es nach. Also man merkt, ich habe ja über die alle Typen was erzählt. Man merkt sofort den Unterschied vom Gewicht. Also auch wie der Zug geht. Unfassbar. Also Alutüren, da spart man auf jeden Fall viel Gewicht. Das merkt man sofort, definitiv. Ne? Eine geile Sache. Ist eine sehr teure Angelegenheit geworden mittlerweile. Ist nicht mehr lieferbar bei BMW. Und wenn, dann kostet die, glaube ich, 800 bis 900 Euro, glaube ich. Ja, wenn ihr die habt, ist cool. Ansonsten ist das halt. So, zu den Sitzen. Der 3,2er und der 3 Liter, die haben andere Kopfstützen. Das sieht man an den Nähten. Der 3,2er hat halt diese zwei Nähte doppelt und der 3 Liter hat nur eine Naht und einmal so, da wo die Ohrlaschen kommen, da hat er so eine Quadnaht quer gelegen. Ne? Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und dann gehen wir rüber zum Interieur. Ein letzter Satz noch. Die gab es nur beim Coupé, nicht beim Cabrio, nicht bei der Limo. Deswegen ist ein Alleinstellungsmerkmal für ein Coupé mit dem Sitz. Interieur. Bei dem Modell ist das auf Wunsch so bestellt worden, dass der ein rotes Lenkrad bekommen hat. Ist Geschmackssache. Ich habe es so gelassen. Ist auch ein bisschen zu kitschig, ein bisschen too much. Aber ich finde es cool mit dem Schaltsack, mit dem Schaltknauf, alles. Mit dem Handbremsgriff und Balk. Finde ich cool. Diese doppelfarbige Sache, finde ich, hat was. Der Sechsgang ist natürlich sehr, sehr legendär beim E36. Hat nur der M3, 3,2 Liter. Und ich glaube, der Alpina B8 hat es auch. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat es aber auch. Also, sechster Gang zu fahren beim M3 ist schon geil. Also, hat was. Gibt es nicht beim E36. Viele kennen das gar nicht. Radio, BMW Radio Professional, das ist das Beste damals gewesen. Mit dem CD-Wechsler-Kombination. Klimaautomatik, also ich wollte immer einen M3 haben, der das genau hat. Der das Radio hat, der die Klimaautomatik hat und diese große Bordcomputer. Was ich übelst feier in dem Auto, muss man sich mal vorstellen, in den 90ern, die haben Harman-Kardon-Anlagen eingebaut. Mega. Also Harman-Kardon-Soundanlage, die ist auch sehr modern und ich heutzutage kann da locker mithalten mit vielen anderen Soundsystemen, anderer Herstellern. Mega Sache, finde ich voll geil, feiere ich voll. Dachhimmel hat jeder das Problem. Also jeder hat das Problem mit dem Dachhimmel, der hat es auch jetzt erwischt. Der hängt so ein bisschen vorne. BMW, man kann die noch bestellen. Die wollen natürlich übertrieben viele, ja, knapp 1000 dafür haben. 800 bis 1000, glaube ich, kosten die. Ich habe noch keinen gefunden, der das irgendwie genau in der Farbe beziehen kann. Wenn ihr einen habt, schreibt es in den Kommentaren. Ich würde mich sogar bei ihm melden. Also den hat es auch erwischt, obwohl der sehr oft in der Garage steht, fast nie Licht bekommt, aber kann man nichts gegen ihn machen. Ja, das M3 Tacho. M-Tacho ist ja dafür bekannt mit diesen roten, wie heißt das? Wie heißt nochmal diese Dinger? Tacho? Tachonadel? Ja, M3 Tacho. Das M3 Tacho ist ja dafür bekannt mit diesen roten Nadeln, Tachonadeln. Geil, auf jeden Fall geil. 8000 Umdrehungen zu sehen ist auch cool. Der macht, glaube ich, nur 7,5. 270 abgeriegelt, schneller geht nicht. Obwohl das locker schaffen würde, weil Drehzahl ist genug da im sechsten Gang. Kann auch weiterfahren. Ja, auf jeden Fall macht Spaß, das sind Emotionen, wenn man mit dem Auto fährt. Das ist einfach der Geruch. Man steigt ein, E36, ich bin eine Zeitmaschine, ist in den 90ern, ist geil, ist einfach geil. Das feiern wir, deswegen mögen auch diese Autos, ne? dieses Emotionale, das ist im Vordergrund. Wir gehen mal nach vorne zum Motorraum, ich will euch den Motor einmal zeigen. Dann erkläre ich euch was dazu, ne? Kommt mal mit. Wir haben hier sechs Einzelrüsseklappen. Die öffnen sich einzeln. Diese Dichtungen hier werden sehr oft undicht. Ja, ansonsten Warnus haben wir hier. Warnusrasseln tun die alle. Der mir erzählt, E36 N3, meiner rasselt nicht. Stimmt nicht, die rasseln alle. Das ist halt so. Solange der Power hat, einfach lassen. Warnus ist ja diese variable Nockenwellenverstellung. Man merkt voll diesen Schub bei 200.000 Umdrehungen. Der schiebt nach vorne das Auto. Und bei 5 nochmal so ein Kick. Also, ich feiere das voll. Also, das ist kein Turbolader, gar nichts. Aber das war schon so in die Richtung von BMW damals. Ne? Dass man so halt so einen Schub gibt.
Finde ich mega geil. Wie gesagt, wenn es funktioniert, ist alles schön. Das funktioniert bei dem Auto. Ansonsten haben wir das Auto auch von unten rum komplett, werden wir gleich einspielen. Dieses Auto war für mich eine Motivation zu sagen, ich fange jetzt damit an, die Autos neu aufzufrischen. Ich habe das Auto so gekauft, das hat der Vorbesitzer gemacht, den Unterboden komplett erneuert. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Grüße an Ronny. Mega Leistung geleistet. Ich habe das Auto gesehen, habe den Unterboden gesehen und habe gesagt, das ist geil. Also das wollen wir öfters sehen. Ich liebe diese Fahrzeuge, deswegen haben wir angefangen, uns darauf zu spezialisieren. Nicht nur den Unterboden neu zu machen, aber das alles so ein bisschen ins Leben zu erwecken, das alles nochmal aufzufrischen, die Autos nochmal, ja, halt aufzufrischen. Und dieses Auto war der Motivator für mich, zu sagen, ich spezialisiere mich auf diese Autos und ja, und ich werde diese Autos auf jeden Fall im Leben halten. Genug gelabert. Umut, sollen wir fahren? Yes. Wir fahren jetzt das Ding. So, Umut, jetzt fahren wir. Auf geht's. Endlich mal einsteigen. Die Sonne ist schon fast unten, ne? Dunkel. Ja, ging jetzt relativ flott. Also. Der Sechszylinder vom BMW läuft ja seitenweich. Konnten die immer schon bauen. Jo. Also der M3, die Kupplung vom M3, E36, die kommt sofort irgendwie, unten sofort. M3-Fahrer würden das bestätigen, also könnten das bestätigen. Ansonsten hat der E36 ja alle von 316 bis 328 sehr weit oben den Kupplungspunkt, wo der packt. Aber der kommt sofort. War immer ein bisschen warm, weil die laufen im kalten Zustand richtig rotzig. Gar keinen Bock, Einstellungen fahren die immer, das nimmt sehr schlecht Gas an oder dieser Anzug ist nicht da. Sehr nervös das Auto. Schauen wir mal so entlang. Dass wir ein bisschen zu sich kommen. Moment, wo fahren wir überhaupt hier? Wie sollen wir hier wieder raus? Ich glaube, du musst hier werden. Hier geht's auf jeden Fall nicht raus. Hä? Hier rechts jetzt gleich. Ja, rechts hier? Ja. Ja, fährt sich angenehm, ne? Das Auto hat ein nagelneues Fahrwerk bekommen. Komplett neu vom BMW, das Originalfahrwerk. Querlenker neu, alle Gummis neu, hinten, Hinterachse, Vorderachse, der Querlenker Gummis neu. Also sehr alltagstauglich, würde ich sagen. Der fährt sich sehr angenehm. Aber ab 190 km/h ist das Fahrwerk sehr, sehr, sehr schwammig. Sehr, sehr schwammig. Man schwimmt drin fast so ein bisschen im Auto, ne? Und kennt man. Ja, also ich bin Fan von originalen Fahrzeugen, aber fahrwerkmäßig ist das zu sehr auf Alltagstauglichkeit abgestimmt. Also der ist sehr schwammig. Schwachpunkt beim E36 war immer Fahrwerk und Auspuff. Das war so. Endschalldämpfer ist zu leise und Fahrwerk ist zu schwammig. Ist bei dem leider auch so. M-Fahrwerk hin, M-Fahrwerk her ist zu schwammig. Man schwimmt im Auto ab einer gewissen Geschwindigkeit. Deswegen Sportfahrwerk ist erheblich besser beim Fahren. Außer man fährt auf den Ring. Ja, da muss man Gewinde her, aber das braucht man jetzt nicht. Ich finde auch, wenn die zu hart sind, finde ich das sehr unangenehm zu fahren. Hier fahren wir mal rechts in eine Kurve. Schnell zu fahren ist auch bei dem Auto sehr, sehr, sehr gefährlich. BMW hat, glaube ich, damals schon 96 oder 95 mit angefangen, ESP zu produzieren und ESP serienmäßig oder optional bei den Autos einzubauen. Dieses Auto wurde bis zum Schluss, bis 99, bewusst ohne ESP angeboten. Also das Ding hat keine ESP, keine, nur ABS, glaube ich, und Servo mehr nicht an Sicherheitsausstattung. 321 PS ohne ESP zu fahren ist auf der Heckantriebler, das muss man schon können, also das ist schon eine Kampfsau, sage ich dazu. Also ist schon das, was cool ist. Serienmäßig hatte das Auto 25% Diff-Sperre, Differentialsperre. Diese Kombination mit ESP nicht vorhanden, Diff-Sperre, ja, ist krass. Also in der Kurve, wenn man fährt, ist wie auf Schienen. Der geht voll in die Kurve rein und der schießt da raus. Mega Sache. Macht voll Bock. Aber bei Nässe zu fahren ist sehr, sehr gefährlich. Also da ist der Arsch sehr unruhig. Der geht immer weg. Differentialsperre, wie würde ich das beschreiben? Ganz grob platt gesagt, so wie Allrad auf Hinterachse. Sowas ungefähr, ja. Beide Räder drehen sich.
Wenn der angebockt ist und ihr dreht das rechte Rad, dreht das linke mit automatisch. Als wäre das eine Achse. Oder allradmäßig halt, ne? Richtig geil. Also, dass BMW so auf solche Sachen Wert gelegt hat, finde ich in den 90ern, ist krass. Und wie gesagt, die waren seinerzeit voraus. Bestes Beispiel, Z3 Coupé. Ich habe jetzt ein Video drin. Oder ein Projekt, wir restaurieren ein Z3 Coupé. Das Auto war damals ein Flop. Heute begehrter Klassiker. Auch damals 25% Diff-Sperre. Serienmäßig. Richtig, richtig geil. So langsam hat der Temperatur bekommen. Der hat ja die EU, es gibt ja auch viele Motoren. Es gibt ja diese EU-Fahrzeuge M3, die haben ja 321 PS. Es gibt diese US-Version, die haben 243 PS mit diesem alten Automatikgetriebe teilweise. Das ist ein aufgemotzter 328, meine ich. Also ich habe nie einen gefahren, aber das war so eine Verarsche nach Amerika so ein bisschen. Der hat ja da, wo der sein Öl... Öltemperaturanzeige hat, hat der einen Verbrauchsanzeiger, also richtig behindert. Richtig behindert. Ja, auf jeden Fall, der hat jetzt 90 Grad Temperatur. Wir gehen mal jetzt so im dritten Gang. Also, ich weiß nicht, ob diese Akustik rüberkommt, aber. Also, das ist wie Musik, ist das, das ist der Hammer. Also, diese. Wenn man das aus dem Motor hört, dieser wieder saugt und raus im Kanal, das ist der Hammer. Also der braucht Drehzahl. Also der ist ab 3000 zu Hause. Bei 2,5 kommt dieser Kick vom Vanus. Das spüre ich jedes Mal. Aber ab 3000, 4000 ist er zu Hause. Da hat er volle Leistung. Der geht voll ab, das Ding. Der hat ja 0 auf 100. Der 3,2er hat 5,6 Sekunden, meine ich. Geht da von 0 auf 100. Auf jeden Fall. Geht da gut nach vorne. Also wenn der Drehzahl hat, dann geht er. Der gibt Feuer. Das war geil. Das ist... Also wenn in dem Auto Musik hört, den verstehe ich nicht. Guck mal, was sagst du dazu? Vollkommen richtig. Der Motor ist Hammer, ja. Der ist geil. BMW hat ja immer rein 6 Zylinder gebaut. 6 Zylinder, rein Motor. Einfach geil. Hat jetzt auch Mercedes angefangen damit. Die neuen Autos von Mercedes, die haben auch 6 Zylinder. Rein Motor. Ganz anderer Klang. E36 M3, der wurde ja 92, 93 eingeführt, 3 Liter. Die waren sehr mager ausgestattet, aber war trotzdem sehr, sehr gut. Klimaanlage und so konnte man auch dazu buchen. Der wurde gebaut bis 95, da kam der GT, E36 GT in grün, British Racing Green. Der wurde nur 356 Mal gebaut und ich meine, 6 Stück hat BMW selber für sich produziert. Er wurde, glaube ich, einmal in Silber produziert, glaube ich, hat aber BMW niemals auf den Markt gebracht oder zur Schau gebracht. Dann kam der hier, 3 Liter Vorfacelift, dann kam das Facelift-Modell und vor dem GT gab es den LTW, der Leichtbau E36, der nur für den amerikanischen Markt. Paul Bock hat davon 7 Stück gehabt oder so. 7, 8 Stück. Die wurden alle versteigert jetzt. Die gab es in Weiß. Mit der BMW M-Kriegsbemalung, Heckspoiler. Zu dem Heckspoiler, das ist der Hammer. Zu dem Heckspoiler, der wurde damals rübergeschickt mit dem Class 2 Heckspoiler. Der hat ja keine dritte Bremsleuchte drin. Und die Amis haben gesagt, bei uns gibt es kein Auto auf den Straßen ohne dritte Bremsleuchte. Unfassbar, aber geil. Umut, wird das mal reinschneiden? Seht ihr gleich hier? Ja. Der BMW hat einfach diese dritte Bremsleuchte reingeritzt. Einfach nur reingeritzt. Kannst du dir mal vorstellen? Ohne Scheiß, sieht richtig kacke aus. Und danach kam dieser US-Heck-Spoiler. Das ist den der Clubsport bekommen hat. Also ich habe den mal zerlegt, den Spoiler, ich habe den in der Hand gehabt. Da steht eiskalt drauf, US Class 2. Also der wurde ursprünglich für den amerikanischen Markt produziert. Und meine Behauptung ist, also das ist ja die letzte Serie Clubsport. Das ist ja so die finale E36, die gebaut worden sind, fast. Das waren die Exporte, die übrig geblieben sind. Da haben wir noch 500 Stück gehabt. Die haben 500 Clubsports produziert und raus damit. Genauso mit dem Carbon. Aber heutzutage, der Spoiler und das Carbon ist sehr, 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 sehr selten und sehr, sehr teuer geworden, wertvoll geworden. Was gab es noch? Da gab es noch einen, 50 Mal gebaut für den Großbritannien, also für den United Kingdom Markt. Auf den englischen Markt kann man so sagen, ne? Mhm. Da wurden nochmal 50 Stück gebaut, Sondermodelle für den englischen Markt. Alles Rechtslenker. Der sieht optisch fast so aus wie der hier.
1 zu 1. Der hat diese Sitze, nur mit Alcantara. Der nennt sich im Volksmund GT2, aber der wurde nie so offiziell vom BMW benannt. Der GT2 im Volksmund ist in Imola Rot. Die Serie hieß, glaube ich, BMW M3 Individual Series Imola Rot. Der hat auch diesen Heckspoiler bekommen, Styling 24, diese Sitze, diese Türpappen. Ich habe mir sogar überlegt, das Auto hier mit dem Heckspoiler so zu lassen. Ich habe mir überlegt, das Auto mit dieser Front zu lassen und Heckspoiler zu montieren. Da sieht er genauso aus wie der. Habe ich aber dagegen entschieden. Das gab es auch noch als Innenmodell. Dann gab es noch ein Modell, ein E36, nur für den australischen Markt. Den kennt keiner irgendwie. Dieser M3 hieß damals GTR. E36 M3 GTR. Noch nie gehört. Ja, unfassbar. Meistens auch nur in weiß, nur für den australischen Markt. Da gab es irgendwie für den Rennmarkt, Rennsport, Motorsport, keine Ahnung. Der wurde aber auf jeden Fall gebaut. Und ganz, ganz selten finden, gar nicht fast, den kennt kein Mensch, aber den gab es wirklich. Ja, wir haben über alle gesprochen, da gab es noch den Class 2, den gab es nur als Viertürer, als IS-Motor, mit Vierzylinder. Sehr schönes Auto, aber der ist nicht so stabil vom Preis her wie jetzt ein Clubsport. Clubsport ist das Nonplusultra als Sondermodell, als AG-Modell und als M3 der GT halt. Ne? Unfassbar, und den wusste keiner haben damals. Krass. Den GT wollte kein Mensch haben. Der hat gesagt, bevor ich mir den Scheiß kaufe, hole ich mir den 3-2er. Wer hätte gedacht, dass die Dinger so hochschießen? Ne? Von hier aus, danke an JP. Dank ihm sind alle Preise explodiert. Der hat einen E36 umgebaut, hat jedem empfohlen, als Veranfänger 316i zu kaufen. Die sind alle auf 320 gegangen, auf 323 gegangen. Innerhalb 2 Jahren sind alle Preise explodiert. JP hat dafür gesorgt, dass die E36-Preise explodiert. Und heftig. Geil. Da gab es noch einer. Wie hieß der nochmal? Gut. Noch ein Sondermodell, unspektakulär, vom R36. Avus Edition hieß der, glaube ich. Avus Edition. Ja, das hat nichts mit der Farbe Avus zu tun. Avus Edition, die wurden damals als 318 IS und als 325 gebaut. Das war, glaube ich, 95 oder so. Da gab es den 328 noch nicht. 318 IS, 325i, der hat BBS-Felgen, die zweiteiligen vom Coolsport gehabt. Ohne Expo oder gar nichts. Der hatte Türgriffe mit Motorsport-Schriftzug. Der hatte Handschuhfachleiste mit so einem Motorsport-Aufkleber drauf. Was hat er noch gehabt? Das war's, glaube ich. Also nichts Spektakuläres. Aber den gab es auch in Avus Edition. Das müssten alle Sondermodelle gewesen sein vom E36. Ja, gab es noch einen Kompakt. Der nennt sich, glaube ich, Sport Limited Edition. Den gab es auch noch. SLE im Volksmund. Wie findest du den Kompakt? Nichts Böses sein. Unfassbar, das ist auch geil zu wissen. Der Z3 Coupé ist komplett auf der Basis von Kompakt gebaut worden. Wusstest du das? Echt jetzt? Ja, ja. Also wenn ein Z3 Coupé und ein Kompakt, das ist das gleiche Auto. Crazy. Das ist das gleiche Auto. Man sieht auch Mittelkonsole, die Technik, alles das gleiche. Also Kompakt ist ja immer so eine Sache. Ich will das nicht schlecht machen, das Auto. Ich habe nie einen gehabt, aber vielleicht hole ich mir einen. Ein 323 ist cool. Der wurde ja nur als 323 gebaut, als größer Motor, aber es wurde, glaube ich, ein Kompakt als M3 produziert von BMW. In Rot, mit Styling 24 drauf, wurde aber nie veröffentlicht von BMW. Also es gab mal ein Kompakt M3, hat BMW einfach produziert, wurde aber nie präsentiert. Also es war nur ein Test. Wo ist der? Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen, auch nicht im Museum. Ich habe Imola, Individual Imola habe ich gesehen, in Bayern, im Museum. Der stand da. Mhm. Aber den Kompakt habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch existiert, weiß ich nicht. Kompakt, den gab es ja in jeder Ausführung. Limo, Kompakt, Coupé Cabrio. So ist das. Aber ich fand es schade, dass sie in dem Cabrio keine WLAN-Sitze eingebaut haben. Der sieht ja gar nicht aus wie in dem 3. Den kannst du ja sofort nachrüsten. Also einmal Spiegel dran, fertig. Felgen drauf, anschlägen. Der hat ja noch diese WLAN-Sitze, die sind auch heute Gold wert. Sehr unbezahlbar. Die Teile. So, wir fahren mal an, wir testen mal was. Und zwar, wir fahren mal die Zeit von 100 bis 200. Mal gucken, wie schnell der braucht. Also, 1, 2 und go. Also ein Beifahrer, Fahrer, Tank ist fast leer. Die
wir gefahren sind, Mut. Jo, blende ich drunter ein. Oh, bist du online? Ich bin online. So, wir müssen fahren. So Leute, das war's für heute. Wir fahren jetzt nach Hause. Kein Bock mehr. Ist auch dunkel geworden. Also, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert das, liked es, folgt uns auf YouTube, auf Instagram. Über Instagram unter Klubsportautomobile. Schreibt mal, kommentiert mal, was wir fahren sollen, was wir testen sollen. Das war jetzt ein Auto, was ich im Bestand hatte. Wir werden vielleicht noch einen 6er BMW fahren, E63 vielleicht. Auch ein cooles Auto, habe ich auch viel zu erzählen über das Auto. Ja, das war's. Schreibt, was wir fahren sollen, was wir testen sollen für euch, was wir dokumentieren sollen. Und gut, bist du bereit für einen Kapper? Ich würde sagen, Porn ab. Porn ab, Jungs.